Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Knights and Dragons German. Ihr seht oben am Level, das ist wieder mal der Handycharakter. Leider kriege ich es immer noch nicht fertig, von meinem Tablet aufzunehmen. Ja, heute soll es darum gehen, dass ich euch mal zeigen wollte, wieder ein paar Kombinationen. Wie gesagt, ich nehme ganz oft Kombinationen auf und wird halt meistens leider nichts. Deswegen zeige ich die dann schon gar nicht mehr. Und es wird halt darum gehen, dass ich mal meine Blazeborn wieder ein bisschen gelevelt habe. Dazu habe ich mir hier auch diese schönen 3-Sterne-Rüstungen mal zur Seite gelegt. Es ist folgendermaßen. Die Blazeborn kostet ja später richtig, oder alle Epic kosten später richtig viel Geld. Und dadurch, dass ich einen Überschuss an Feuer-3-Sterne-Rüstungen hatte, dachte ich mir, könnte ich die da reinhauen. Hier habe ich dann erstmal geguckt, was die einzelnen Rüstungen, was ich so habe, was man machen könnte. Kam dann wieder drauf, verdammt, ich kann gar nicht so viel kombinieren, wie ich eigentlich gerne möchte. Bin auch immer noch am Überlegen, ob ich die Mono-Rüstung, ob ich die jetzt behalte oder nicht, weil ich ja eigentlich Fan bin von Mono-Rüstungen, wenn man wirklich mal eine spezielle Sache braucht. Andererseits natürlich sind die meistens nicht so stark und nicht so universell einsetzbar. Ich habe mich jetzt hier praktisch für die Wyvern-Rüstung entschieden und habe dazu den, na, welchen habe ich genommen? Den Wicker-Mantel, ja. Und Wunder über Wunder, wer hätte das gedacht? Natürlich keine Epic, sondern eine 3-Sterne-Rüstung. Was natürlich dazu passt, was ich nachher mit den 3-Sterne-Rüstungen noch vorhabe. Dann habe ich mal weitergeguckt und dann ergab sich eigentlich nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Hab mich dann auch ein bisschen darüber geärgert, dass sich eigentlich fast nichts mehr ergibt. Und dachte mir dann, naja gut, wenn du jetzt schon ein Video machst und nachher sowieso noch was zeigen willst, was du auf jeden Fall bringen möchtest, machst du halt nochmal irgendwas. Die Boilerblade Armor war die Belohnung im letzten Gildenkampf. Da fällt mir ein, darüber wollte ich auch noch ein Special machen. Die Gilde hier hatte sich jetzt nicht so sehr angestrengt, weil wir einfach gesagt haben, diesmal machen wir low, weil die Belohnungen, naja, voll für die Füße waren, meiner Meinung nach. Anscheinend hatte ich die irgendjemanden angezogen. Das war gerade die Meldung, dass jemand die im Arena-Kampf anhatte. Ich glaube, da war jetzt auch gerade dieses Arena-Quest, wo man mit einem Powerschlag enden sollte. Und ich habe immer das Problem gehabt, entweder habe ich so große Gegner gehabt, dass ich. Aha, da haben wir die Hunter's Garb dazu noch genommen mit der Boiler's Blade und schwuppdiwupp haben wir tatsächlich noch eine Legendary bekommen. Aber keine Epic halt. Ja, und auf jeden Fall war da das Quest, dass man mit einem Powerschlag enden sollte und ich hatte entweder so schwache Gegner, dass ich so ohne Powerschlag schon umgehauen hatte oder dass sie mich dann besiegt hatten und das hat mich halt auch ziemlich geärgert. Hier bin ich dann am Überlegen, ob ich dann halt eine von den Mono-Rüstungen reinhaue, habe mich dann dagegen entschieden und hier haben wir meine Blazeborn. Hab hier erst nochmal geguckt, ob ich von den, ja, war jetzt ein bisschen schnell für mein altes Auge. Von der, wie heißt sie? Soul Shard Raiment hatte ich irgendwann mal 2 Stück gehabt. Die habe ich aber schon verbraten, die zweite für eine Fusion und dementsprechend geht hier eigentlich nur noch sehr wenig bis gar nichts. Dann habe ich mich dazu entschlossen, hier rüber zu gehen. Also ich vertone das nach, nebenbei bemerkt. Deswegen muss ich selber immer mal gucken, was ich eigentlich gemacht habe. So, ich habe jetzt die Blazeborn praktisch ausgesucht und mache jetzt halt die 3-Sterne-Rüstung rein. Hatte selber noch nicht so richtig ausgerechnet, wie viel die eigentlich jetzt bringen. Ich wurde auch in einem Comment gefragt, ja, warum ich denn nicht am Anfang eher die Kombinationsrüstung, die Potionsboosts reinsetze. Also, es ist natürlich geschickter am Ende, wo die Level richtig viel Geld kosten, dass man da hohe Rüstungen reinmacht, weil die Rüstung immer gleich viel kostet, die ihr reinmacht. Ihr seht jetzt 120.000 für 4 Plätze, ja. Und es wird noch teurer werden. Und da ist es natürlich sinnvoller, gegen Ende mehr Erfahrungspunkte zu bekommen, damit man weniger oft das machen muss, ja. Ja, ihr habt gesehen, es hat jetzt 3 Level hochgepowert, 360 Erfahrungspunkte, das kann sich sehen lassen, finde ich.
Und ja, da sind jetzt gerade meine Armors fertig. Ich bin ja ein Freund von den Luft-Armors, weil man die meiner Meinung nach relativ gut farmen kann. Und für die ersten Level sind Silberrüstungen eigentlich für mich im Augenblick so das Nonplusultra. Kleine Rüstungen baue ich eigentlich fast gar nicht mehr, es sei denn, ich habe vor, sie mit Fusionssteinen dann zu goldenen Rüstungen zu verändern. Ja. Ansonsten haben wir hier jetzt nochmal geguckt, ob ich irgendwas hochpowern kann. Ja. Hab hier nochmal auf nah gestellt, wollte eigentlich meinen Charakter nochmal zeigen. Gut, dann wünsche ich euch schon mal alles Gute und hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und ihr wisst jetzt, wie